Für die Eier habe ich da jetzt gerade keinen Platz. Mayonnaise. Dann werfe ich die Eier da mit rein. Ist zwar nicht schlau, aber ich mach's erstmal. Und dann gehe ich zum Schmied. Die Spitzhacke verbessern, falls das dann mit Bronze funktioniert. Ich glaube schon, erst war Bronze, dann Silber, dann Gold, glaube ich. Auch wenn Gold eigentlich null Sinn macht, weil Gold eigentlich viel zu weich ist, um es in einem Werkzeug zu verbauen. Das heißt, es kann ja nur ein Goldgemisch sein, denn pures Gold ist weich. Ja, es ist alles Kupfer. Okay, pass auf, dann gib mir doch mal die Kupferspitzhacke. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja, das hoffe ich doch sehr. Lieber Clint. So. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit übrig und noch ein bisschen Energie übrig. Das heißt, ich könnte ja mal versuchen, vielleicht in der Mine die nächste Ebene zu finden. Also die nächste Fahrstuhlebene. Das heißt, die nächsten fünf... Na, ihr wisst schon. Die nächsten fünf Ebenen freispielen. Denn ich habe ja auch etwas zu essen dabei. Das Essen sollte ich vielleicht mal... quasi in die Hand nehmen. In den Gürtel stecken. Okay. Ah, das war dumm. Die Spitzhacke. Ja. Natürlich. Die Spitzhacke habe ich doch gerade weggegeben. Mensch, Mike. Denk doch mal mit. Aber hey, ich habe Schmetterlingsflügel bekommen. Und Haselnüsse. Und natürlich Quarz. Zack. Na, schau mal da. Ein Pilz. Eins Pilz. Zack. Und ein Buch. Na gut, dann werde ich mich noch ein bisschen um Holz kümmern.
da steht auch ein kleines Bäumchen. Denn Holz ist ja auch furchtbar wichtig. So, jetzt ist meine Energie leer, aber die Nahrung, die hebe ich mir natürlich auf für so Sachen wie Mine. Flügel, wo? Da. Ne, die Pilze sind bei Nahrung drin. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ich habe keine Energie mehr und mir fällt auch nicht mehr ein, was ich jetzt noch tun könnte. Das bedeutet, ich gehe einfach pennen. Was soll's? So, und damit haben wir ein bisschen was geschafft heute. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das weitergeht, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt morgen. Tschüss!